Mein Name ist Hertha Schlachter. Wir sind hier oben im Burghotel auf dem Falkenstein, wo der König Ludwig sein letztes Schloss bauen wollte, Schloss Falkenstein. Wir sind seit 25 Jahren hier oben, haben hier oben ein kleines Einöd geschaffen mit einem Burghotel mit 16 Themenzimmer, Wellnessbereich und Restaurant. Bei Ulm sind wir draufgekommen über Facebook, und dass wir da dich kennengelernt haben. Und dann haben wir gesagt, da laden wir dich jetzt dazu ein, dass du auf den Berg raufkommst und uns eben ein bisschen vorstellst. Und dass du uns ein bisschen mit da in Ulm ein bisschen bekannt machst, sodass die Ulmer auch ein bisschen rauskommen aus dem Ulmer Nebelloch und da oben raufschauen auf den Berg, weil im Hintergrund die Zugspitze von uns erkennbar ist. Und das ist da praktisch Deutschlands höchster Berg. Und wir sind ein bisschen drunter und haben eben diesen traumhaften Ausblick, den wo ihr dann in Ulm sehen könnt, weil ihr ja sowieso im Nebel hockt. Früher hat man alles per Fax und schriftlich gemacht. Heute ist es so, jeder sitzt vor dem PC oder ist im PC, schaut auf der ganzen Welt rum, was wird geboten, und es wird jede Anfrage eigentlich nur übers Internet gestartet. Ja, auch, da sind wir mittlerweile dabei, ist ein bisschen noch zum Verbessern, dass wir noch besser gefunden werden. Und da sind wir gerade dabei, ein bisschen was zum Ändern. Das dauert aber noch, ich denke so 2 Monate, dann sind wir da auch mit dabei. Aber die beste Werbung ist nach wie vor, wenn man die Mund-zu-Mund-Werbung ist. Wenn jeder kommt und sagt, du, da warst du und da musst du hin, das musst du sehen. Und das ist mittlerweile die beste Mundwerbung. Also praktisch, das ist das, was bei den Leuten ankommt. Weil ich kann übers Facebook, ich kann übers Internet, ich kann alles neu schreiben, ich kann alles neu machen, ich kann Bilder nehmen. Aber wenn einer sagt, der wo da war und sagt, hört mal her, da müsst ihr rauf, da müsst ihr euch anschauen, das ist es. Okay? Und alles andere ist uninteressant. Und wenn man jetzt zum Beispiel dich eingeladen hat und wenn du rausgehst und sagst, hörst du mal her, der Ober war super, das war passt. Und wenn du einmal mit deiner Freundin kommst und nimmst deine Freundin mit, dann sagt dir vielleicht auch noch, Gott, super, der Platz da oben, der passt. Es war bestimmt vor 20. Online? Ja. Online. 20 Jahre, wo man ins Internet neiste, wo man der erste Computer Der erste Computer? Ja, vor 20 Jahren ist das losgegangen, ja. So, wo man das Ganze der Schreibmaschine weg zum Computer hin. Das war vor 20 Jahren und mittlerweile, Schreibmaschine ist ganz verpönt, gibt es glaube ich gar nicht mehr, hat keiner mehr, jetzt ist nur noch die Tastatur wichtig. Das haben wir das erste Mal über T-Online gemacht. Und dann über Bayern Online. Und dann haben wir halt gesagt, was wir wollen, was uns Facebook bringen soll. Und dann haben wir das miteinander so gestalten. Natürlich, das, was drin ist, das haben schon wir gemacht. Ja. Also, aber das beste Facebook hilft nichts, wenn du nichts tust. Du musst permanent Bilder einstellen, du musst Texte dazu machen. Das ist alles egal, wenn du am Internet sitzt. Wenn du nichts tust, von allein kommt da nichts. Aber das ist kein Problem, mein Mann macht das gerne. Ich denke nicht, weil dann wird bestimmt was Besseres noch gekommen sein, wenn das einmal weg wäre. Es ist ganz sicher nie weg, wenn, dann kommt nur was Besseres. Dass man es nur noch denkt und der andere hat schon.